Hallo und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow Mod in Staffel 2. Jawohl, wir sind bei unserer zweiten Mission angekommen und haben uns in Mexiko eingefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stelle ich meine Rookies als erstes hin? Ich würde sagen, ich fange mit den hinteren an, dann weiß ich, wie weit die kommen und sehe schon gleich, wo ich sie auch hinstellen muss oder kann. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe keine Chance, mich 3 Meter zu bewegen, ohne dass ich dem Feind direkt in die Arme laufe. Du kommst nirgends an, das heißt, du stellst dich jetzt nochmal hier hin. 26%, das macht den Kohl nicht fett. Okay, du schaffst es bis ans Taxi. Wenigstens das. 18%, ja, wird. Wird ein bescheidener Tag, glaube ich. Kommst nirgends an. Dann möchte ich dir gratulieren. Du hast die Erlaubnis, ohne Sinn und Verstand einfach in die Menge zu laufen. Yay! Und du siehst einen Feind, das ist doch schön. Wen haben wir noch? Da steht noch einer rum. Der hat natürlich jetzt keine richtigen Versteckmöglichkeiten. Er darf sich dann also auch ans Taxi setzen. Ich hoffe, wenn die Aliens jetzt schießen, schießen sie nicht aufs Taxi und schießen auch vor allem nicht auf meine Leute. Andererseits, warum sollten wir uns treffen lassen? Einmal Granate, ab ins Dunkel. ...26%, dann haben wir wenigstens was gemacht. Ach, schade. 18%, 24%, jawohl. Nehmen wir mal hin. Sehr gut. Overwatch, falls jemand vorbeikommt. Und ja. Das Gute ist, wir haben noch keinen gesprengt. Das heißt, wir kriegen auch endlich mal Beute, nicht so wie in den vorangegangenen Folgen. Also der einen, der ersten Schlacht. Da haben wir ja ordentlich Material in Sprengung investiert. So, die hintersten Reihen sollten nach vorne aufschließen, aber sie können nirgends hin. Das ist das Kritische dabei. Nicht gesehen worden, das ist schlecht. Wir können uns hinter der Druckertheke hier, oder was das ist, verstecken. Bringt aber nichts, der Feind ist immer noch nicht in greifbarer Nähe. Einmal an die Wand stellen. Tja, hinter dem Feuerhydranten können wir uns nicht verstecken, aber hinten in der Hausecke. Jawohl. Hier rücken wir einfach mal auf bis zum Taxi. Wir gehen in Overwatch. Einen haben wir noch, genau, dich. Versuchst einfach die andere Hausecke. Und der ganze Rest geht in Overwatch. Oha, 3 Drohnen. Aber motiviert kommen sie alle einfach nur auf uns zu und schießen sogar schon. Die dürfen schießen? Die haben gerade unser Sichtbereich betreten und dürfen schon schießen? Ach, irgendwas läuft anders als sonst. So, wir nehmen den sicheren Schuss. Relativ sicher, 78%, da könnten wir treffen. Jawohl. Egal wer jetzt schießt und trifft, er vernichtet was. Das sollten wir ausnutzen. Einmal schießen bitte. Oh, schick. Hm.
Gut, ich werde hier hinlaufen. Dann sehe ich den Feind, diese Drohne. Die könnte ich jetzt erschießen. Hab damit auch die Sicht in den Raum aufgemacht, weiterhin. Kann hier auf die Seite wechseln. Er trampelt auf der armen Leiche rum. Overwatch. Hier können wir die bessere Position direkt an der Tür anvisieren. Einmal Tür öffnen. Nichts zu sehen. Overwatch. Ja, das ist jetzt der Letzte. Der darf dann auch von hier aus in die Manege ballern. Ich weiß noch nicht, wo der Sektoid da hinten verschwunden ist. Entweder ist der extrem klein oder unsichtbar geworden. Keine Ahnung, wo der ist. Ich müsste ihn ja theoretisch sehen. Aber irgendwie ist dem nicht so. Die Türen sind zu, das heißt, die hat er auch nicht aufgemacht. Ha. Bin erstaunt. Da habe ich ihn getötet und habe es nicht mitgekriegt. eher nicht. Hier schauen wir auch mal nochmal durch die Schaufenster. Und wir haben jemanden entdeckt. Könnte schießen, aber das lasse ich bleiben, ziemlich zurück. Damit zwinge ich den Feind in meine Richtung zu kommen und nicht umgekehrt. Habe ich damit alle durch? Nein, natürlich nicht. Einmal nachladen. Ja, der Rest ist durch. Bleiben da im Overwatch. Okay, ich habe sie gehört. Irgendwo von rechts. Okay, hier ist niemand. Einmal zum Taxi bitte. Oh, wir sehen ihn. Ist unmöglich zu treffen von hier aus. Also Kopf runter. Na, du solltest nicht alleine durch die Gegend laufen. Das heißt, du kommst wieder zurück zu den anderen. Ah, sehr gut. Einmal an den Tresen. Können wir jetzt auch schon mal in Overwatch gehen, falls der andere näher kommt. Ich würde dich gerne woanders stationieren, aber im Moment ist das schwer möglich. Kannst aber zumindest auf die andere Seite wechseln und hier im Overwatch vor dich hinlauern. Auch Overwatch. Im Rest bin ich durch, oder? Nein, doch nicht. Ha! Achso, einer fehlt noch. In diesem Fall eine. Ja, dankeschön, Overwatch, und wir warten ab, bis der Feind sich nähert und wir ihn erschießen können. Die kommen auch näher. Oh, Glücksschuss, komm, triff ihn. Ja, sehr schön. Gut gemacht. So, dich setzen wir hier vorne hin, damit haben wir Sicht auf den Feind. Und du darfst noch gleich erschießen. Das ist jetzt nicht gelungen. Schade. Hier müssen wir ein bisschen aufschließen, sonst haben wir gleich Probleme. 34 und 34. Das ist also eigentlich egal, was wir machen, auf wen wir schießen. Nehmen wir den Geschwächten, bei denen sind wir gleich los. Oder auch nicht. Da kommen wir leider nirgends an.
33, mehr haben wir da nicht. Schade. Und es reicht auch nicht. Au, jetzt wird es langsam unangenehm. Ich glaube, ich sortiere dich schon mal darüber. Kannst du zumindest ein bisschen, lauschen, falls der Feind sich an uns heranschleichen will. Unten bleiben. Au, nicht gut. Hör auf damit. Und er legt nach. Jetzt haben wir Glück gehabt. Warten wir es mal ab. 50% Chance, ihn zu erschießen. Das ist gut. Ich habe schon schlechtere Chancen gehabt und getroffen, also perfekt. Ja, das ist die Frage. Was machst du? Ich könnte mich jetzt schon nach vorne sortieren. Ich könnte mich aber auch hier erstmal nach vorne sortieren. Ah, haben wir hier dann feste Deckung, also volle Deckung. Bei dem großen Auto. Und B, hatte ich gehofft, dass wir einen leichteren Schuss hinkriegen. Nicht gelungen. Im Prinzip geht es nur noch darum, den einen auszuschalten. Die Frage ist jetzt, wer es macht und wie. Also kann ich ruhig alle näher ranziehen. Zum Schluss schmeiße ich vielleicht noch eine Granate drauf, dann habe ich den Feind. Ich würde natürlich viel lieber erschießen. Hier würde ich zum Beispiel sagen, heile ich. Heile ich wirklich? Ja, ich heile. Nicht, dass da noch irgendwas schief geht und er überlebt die Granaten, die letztendlich nah am Schluss fallen. Vorausgesetzt, ich kann weit genug werfen. Ja, das dürfte kein Problem mehr sein. Das heißt, du bist zum Schluss dran. Du darfst nochmal schießen und dir einen Abschuss sichern, wenn möglich. Damn it. Wir haben noch zwei Leute. Das heißt, hier gibt es die Granate. Sicher ist sicher. Mission accomplished. Perfekt. Keine Verluste, nur ein paar Verletzungen. Damit muss ich leider zurechtkommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Und ich fand diese Mission viel einfacher als die Startmission. Komischerweise. Sollte doch eigentlich genauso schwer sein. Die Startmission sollte eigentlich so einfach sein, dass man da durchstarten kann. Not only did our troops return safely, but the meld they recovered will certainly advance our development of new technologies based on this substance. Super, so und die Beförderungen werden natürlich erst gemacht, wenn wir die Soldaten aufsuchen im in der Baracke, nicht im Bunker. Dann können wir dann die Beförderung machen. Wir haben Geld gekriegt, sehr schön. Und be in touch, Commander. Ja, das Beste daran ist, jetzt haben wir endlich wieder genug, um noch einen Satelliten in den Himmel schrauben zu können. Also noch nicht, aber wenn er fertig ist, der Satellit und natürlich auch unsere Satellitenstation. Die nächsten Investitionen werden wohl in Richtung Energie gehen. Muss in Energie gehen. Das heißt, wir werden hier einen Fahrstuhl bauen müssen, dann hier drunter nochmal einen, hier ausbuddeln und dann versuche ich so schnell wie möglich in diese Steam-Dinger rein zu investieren. Vorher werde ich aber wahrscheinlich auf der Seite ausgraben müssen. Ja, weiß nicht genau. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht grabe ich mich auch hier runter und mache hier nur so eine extra Dampfstation hin. Aber reingraben muss ich auf jeden Fall. Also kann ich das auch gleich beauftragen. Sehr schön. So weit, so gut. Motion Tracker sind auch bald fertig. Die Motion Tracker, sehr schön. Können wir noch was Neues beauftragen? Eigentlich nicht, das sollten wir eigentlich. Ich habe noch einen schweren Zeit, was es ist, die Aliens hier hoffen, zu erreichen. Sind sie uns studieren? Warum abduct humans seemingly at random? There must be a pattern that we haven't established yet. So, wir könnten jetzt auch noch kein Material hier erforschen, weil wir haben immer noch nicht die Waffenfragmente übrig.
Schade. Hat nicht gereicht. Macht nichts. Es kommen noch die ein oder andere Mission. Dann haben wir genug Material beisammen. Excavation complete. So. Ausgrabung abgeschlossen. Das bedeutet für mich definitiv die nächste Ausgrabung setzen. Noch kann ich es mir leisten, deshalb mache ich es. Aber bald brauchen wir die nächste Mission. Ah, ja, ich bin gerade erschrocken. Aber das passiert ja immer. Es gibt immer eine Nation, die abspringt und sich dem Feind zuwendet. Diesmal waren es die USA. Ja, wir können uns das Ganze auch ganz kurz anschauen. USA ist zum Feind übergelaufen. Das hat uns ordentlich Geld gekostet. Weil ich glaube, das ist der maximale Gesamtbetrag, die 80. Nun, so viel ist hier gar nicht verschwunden. Da wünscht man sich doch, dass die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. Dann kriegt man die nächsten 700 in die Tasche gestopft. Oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich Requests habe. Ein neuer Kontakt, viel größer als alles, was wir bereits getroffen haben. Ich empfehle, dass wir unsere bestgeschützten Fighter scramblen, wenn wir das Schiff engagieren. Ja, ich glaube, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ne? Hier, großes Raumschiff. Ne, ist klar. Ich habe 4 kleine Abfangjäger und soll ein großes Raumschiff runterballern. Ja. Genau, wir warten, bis die landen und dann mischen wir sie auf. Okay, zu Hause bei uns, direkt in Südafrika, landen diese Schurken. Es ist eine einfache Mission. Nichtsdestotrotz, wir werden erstmal unsere Crew. Nein, halt! Wir werden erstmal unsere Crew definieren. Wer kann was? Okay, du bist recht stabil. Nichts Besonderes. Labil bist du allerdings auch. Hast eine gute Defense. Grenadier. Soldier. Assault. Scout eher nicht. Sniper auch nicht. Heavy, genau. Ha, du wirst mein erster Rocketeer. Oh, gratuliere ich doch gleich mal. Gib dir auch die entsprechende Ausrüstung mit. Nämlich Raketen. Noch und nöcher. So viel, wie du tragen kannst. Perfekt. Sehr gut. Dann haben wir dich. Bellamour. Junge Dame. Ja, ich glaube, du bist gut als Soldier. Scout, nein. Gunner wohl auch nicht so richtig. Grenadier? Brauche ich dich als Grenadier? Ich würde sagen... Na, geht. Ich glaube aber, als Soldier bist du gefragter. Soldier kriegt die große Rüstung. Nach Möglichkeit Lasersight. Medikit könntest du behalten. Aber ich glaube, großes Magazin finde ich immer ganz toll, wenn sie dann oft genug schießen können. So. Alfonso. Aus dir mache ich einen Grenadier, damit ich die auch mal hab. Okay. Da wirst du natürlich Granaten mitschleppen, noch und nöcher. Sehr gut. Schon ausgerüstet, das war einfach. Und wen haben wir noch?
was mache ich auf Steam? Gunner eher nicht. Ist ein bisschen squishy hier, sehr leicht zu treffen, großes Ziel vielleicht. Das heißt auf jeden Fall keine Frontsau. Schwierig. Medic habe ich noch nicht. Medikoffer und eine Smoke. Smoke, da ist sie. Sehr schön. Dann wären so gut wie alle durch. Wir haben nur noch einen sehr guten Schützen. Vermutlich geeignet, eine Schützin, vermutlich geeignet für Sniperei. Oder das Gunnertum. Ich meine, Trefferpunkte brauchst du nicht. Defense brauchst du normalerweise auch nicht so viel. Sie hat nicht viel Bewegung, aber sie kann zielen. Meine Herren, kann sie zielen. Sniper. Ideal für Sniper. Ach, was wäre meine Welt nur ohne diese Sniper? Ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht drüber nachdenken. So, aber bevor es weitergeht, gibt es wieder mal einen kleinen Break. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie unsere Truppe sich mitten auf dem Kampffeld gegen diese neue Abduction-Bedrohung schlägt. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.